Wie? Oh. Hey, was ist das denn hier? Aua. Dass ich dich treffe. Aua. Ich stell mir die Hölle so vor, dass du einfach in so ein Zimmer bist. Und da in dem Videos gucken und da, ist einfach so ein Fernseher oder so ein PC, in dem permanent einfach irgendwas läuft, was du einfach abgrundtief hast. Beispielsweise die Beispielsweise, ja, du musst erstmal eine halbe Stunde die Thumbnails von Snoopy angucken und dann noch die Videos. Die ja jeweils 10 Minuten gehen. Oh nein. Und die kommen einfach so vor wie Jahre. Ich glaube, der Ziller, der macht das hier schon. Ja, ich bin OP. Der OP ist der Barbarian. Du bist OP, ist der Barbarian, okay, cool. Ja. Deutscher Bekannter. Bei dir heißen die ja alle nur Olaf, Olaf, Olaf. Nein. Olaf. Nein. Ich hab nur meinen Barbar Olaf genannt. Na ja, was? Oder was? Du, weil das sieht ja aus wie so ein Olaf, also. Hey, da unten ist irgendwas. Ich bin hier drin gefangen, in der eisernen Jungfrau. Noch nicht bereit. Wo? Oh. Der ist okay, eisern, du, ist so Frau. Unverdichtet. Kerkermeister haben mir diese Runen ins Fleisch gebracht. Können die Götter euch segnen? Ich war mir sicher, dass ich darin sterben würde. Mir kamen Gerüchte zu Ohren, nach denen es hier immense Schätze zu finden gibt. Und dumm wie ich bin, habe ich ihnen geglaubt. Wer hat das eigentlich überlebt? Ich auf die Idee kam, keine Ahnung, dass sie vielleicht in einer eisernen Jungfrau sein könnten. Alles, an das ich denken konnte, als ich in der schrecklichen Dunkelheit gefangen saß, war, dass niemand immer... Aha. Guck's halt wieder hochteleportiert. Das ist echt geil. Oh, das blitzt und donnert. Oh, den hab ich aber erwischt. Nur Geduld. Du gehst dahin, da ist er auch mal am Liegen direkt. Habe ich jetzt mal Gießstab in der Hand? Ey, oh, ich hasse dieses Auto ausrüsten. Du hast ein Auto ausrüsten an? Ich hab keine Ahnung, wie man es abschalten kann. Also wenn halt kein Gegenstand in der Dings ist, dann rüstet er automatisch aus. Naja, dann würde ich immer was in der Hand haben. Ich muss wieder ein Schild holen, weil ich kann keine einhändige Waffe zweihändig halten. Oder? Außer du holst dir eine Zweihandwaffe. Ja, ich glaube die Einheit, was wir jetzt zwei endlich halten, das geht ja nicht. Und da brauche ich erst einen Sockel und das brauche ich jetzt Geld. Ich bin Ascilla, einst Gemahlin meines geliebten Leorix. Oh, meine Diener und ich wurden Opfer seines Wahnsinns. Wollen wir hier mal schnell eine Pause machen? Segen hält, nee, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. Der Zillard ist gleich erst. Mindestens 9 Minuten noch. Ja, stimmt, der Zillard muss jetzt dann bald essen gehen. Nein, ich hab schon gegessen, ich bin schon fertig. Die Götter haben beschlossen, mich von meinen Qualen zu erlösen. Ja, aber nochmal. Warum also, nochmal? Ich muss dann auch nochmal essen. Nee. Darauf Bescheid, wenn ich so weit bin. Ich geh dann auch nochmal essen, so Haare waschen und so auch noch. Machen wir so ein so ungefähr 9 Minuten, 10 Minuten. Machen wir so eine halbe Stunde Pause oder so. Ja. Können wir dann aber ich sag.
dran. Außer wenn wir gerade vom Boss vorbei sind. So gesehen, ein bisschen mehr. Komm ich da rein? Doch, wir können uns doch rein teleportieren. Oder auch nicht. Nein, leider nicht. Ich bin frei! Können wir uns dann raus teleportieren? Jo. Okay. Also, rein geht nicht, raus geht schon. Ich bin frei! Frei, frei! Frei, frei! Du frei! Freit die anderen! Ich will da durch. Ich glaube, wir müssen erstmal hier so diesen dicken irgendwas besiegen. Jetzt werde ich mich beweisen. Ja, muss noch einen befreien in der Wache. Einen gefangen. Ich bin jetzt Broly. Mein Glaube wird belohnt. Geh da so ab. Himmelsrohr, okay. Hier ist doch der letzte Gefangene. Vielleicht rein. Schauen wir die Gegner weg, wenn Zillot da versucht reinzukommen. Noch nicht. Die Götter haben beschlossen, mich von meinem... Ich danke euch, edler Held. Meine Diener sind nun frei, doch der Fluch lastet weiterhin auf diesem Ort. Du edler Held, du. Wie er heute durch diese Tür geritten bin. Durch die Tür geritten? Ja, ich bin durch diese Tür geritten, die ist dann einfach so weggehauen. Also du hast die Tür einfach geritten, Mann. Ich hab sie auch mal so ein bisschen geritten, so. War so auf die Tür drauf. Hey, hier sind Gegenstände. Ich bin der Einzige hier! Muss ich alles selbst machen? So sei es! Stellt euch und büßt, Herr Sinken! Broly! Also der Wächter Tod. War jetzt der, ich bin überlastet. Oh, ich muss in die Stadt. Was? Verkaufen. Ich kehre in die Stadt zurück. Müsste ich hoch. Guck erstmal, was der eine da. Oh mein Gott, wo kommen die ganzen Wachen her? Box ich sieb jetzt einfach. Ja, so gefühlt stirbt er jetzt, weil er so gefühlt mit 2000 Gegnern angegriffen wird. Ja, Mann, da kamen die ganzen Monster. Ich schmelze immer diese unnützen Gegenstände ab jetzt ein. Weil die brauche ich ja nicht. Bringt Stärke, aber gibt mir weniger Vitalität. Egal, mehr Stärke ist gut. Ey, die Blutsplitter, wo kann man die einlösen? Oder geht das? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Händlerin dafür hat man nur bekommen, wenn man. Ja? Ich habe ein paar neue Sachen, ja, schade. Die du dir ansehen solltest. Die Leute werden mich hassen, wahrscheinlich dafür, dass ich hier... Hey, ich kann Kane's Robe und so machen. Du kannst was machen? Kane's Robe. Kane's Fingerring.
Pains Erinnerung. Okay. Hört sich so voll scheiße an. Holy shit, mächtige Zweihandwaffe. So gut. Was, es ist gut, dass es sich scheiße mal an. Es ist scheiße an, wenn du endloser Krieg. Wow. Das ist besser. Habe ich einen Zweihandflick? Züchtiger des Meisters. Cool. Marke des Schufts, ach so, das war's anders. Phalanx. Okay, cool. Weihe. Oh Gott. Ach, du hast schon deine Barbaren dabei. Cool. Das macht ein Richterurteil. Bewegungsunfähig gemacht. Das ist nicht. Finde ich nicht knorke. Akkad. Himmelsfuror. Was macht ein Himmelsfuror? Weil da kommt jetzt irgendwas Episches. Was? Wenn du Effekte gemacht hast. Dachtest du, da wäre was Episches, oder was? Ja, da kommt irgendwas Episches, ich seh, weil ich weiß, in Fähigkeit bei euch, da kommt irgendwas Episches runter oder so. Und in Wirklichkeit war es eigentlich bloß so ein aller Dings. So ein Pissstrahl oder so. Ja, so ein Pissstrahl vom Himmel. Wenn ihr Schadenfutter verbrennt, ihr Gegner mit der Macht von Akkarat, okay. Oh, neue Dings. Stufe 30. Unser Stopp, wenn ihr tödlichen Schaden erleidet, werdet ihr stattdessen gegen Schaden immun. Euer verursachter Schaden 35 und Leben pro getöteten Gegner. Oha. Oha, unfair. Schaden eurer Waffe wird um 10% erhöht, immer wenn ihr heiligen Schaden verursacht. Eure Rüstung wird um einen Prozentsatz erhöht, der Blockschuss eures Schildes entspricht. Nee. Was habe ich denn da? Ich habe Schlitzen, okay. Ich glaube, ich nehme heilige Mission, dass ich einfach mal mach mehr Schaden und werde um. Und immer wenn ich heiligen Schaden verursache, werde ich immer um 1% meiner maximalen Leben geheilt. Das ist voll cool. Also, ich weiß schon mehr Schaden. Genug Schaden. Wie viel Schaden machst du denn, Oskar? Ich mache jetzt 2969 Schaden. Okay. Machst bestimmt schon eh mehr Schaden als ich. Oh, Gebot der Hoffnung. Jo. Wir können Pause machen. Jetzt Pause? Ja, ich habe 16 Minuten. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt Pause und bis später.